Jo Leute und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Scammer wurde gescammt. Und ja, wie es euch vielleicht schon aufgefallen ist, meine Videoqualität hat sich so ein bisschen verbessert. Dafür ist aber etwas ganz, ganz Grundlegendes in der Audiodatei irgendwie kaputt gegangen. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ab und zu könnte es auftreten, dass ein komisches, grelles Piepen auftritt. Ich empfehle euch einfach mal, das Video vorsichtshalber ein bisschen runterzustellen. Und ich hoffe einfach mal, dass es nach dem Rendern des Videos weg geht. Ja, ich hoffe natürlich trotzdem, euch gefällt das Video. Die Aufnahme war einfach viel zu geil, um sie wegzuwerfen. Und es ist auf jeden Fall der letzte Typ wie letztes Mal. Beziehungsweise der gleiche, nicht der letzte. Aber das werdet ihr gleich noch in dem Video erfahren. Ich habe diesmal vor allem das Ende und die Reaktion sehr stark komprimiert, weil es halt immer so ein Hin und Her und so war. Und die Aufnahme an sich halt über anderthalb Stunden lang war. Ich habe es jetzt mal auf 6 Minuten runtergeschnitten. Ich hoffe, das ist eine gute Länge für euch. Schreibt das auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Und eventuell macht hier jetzt oben noch rechts eine Abstimmung, ob ihr lieber noch längere Videos möchtet oder ob so 6-Minuten-Videos gut für euch sind. Falls ihr noch irgendwelche Scammer habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Das einzige Problem mit denen ist, dass wenn ich sie versuche, Inhalte in meine Friendlist zu holen, dass die meisten das halt nicht annehmen. Und ja, das waren eigentlich alle Punkte, die ich hier so ansprechen wollte. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, Leute. Droppst du first? Bin mir schon lieb. Ja, komm, kann ich von mir sogar machen. Warte ich mal. Worum ging's? Also, dann droppe ich erstmal eine Pulse, okay? Hä, du scammst mit Blitz 40? Kennst du ihn noch? Nö. Das war dein letztes Video. Er droht mir, das ist er. Echt? Ja. Hast du ihn genannt? Nico? Ja? Weißt du, was das Lustige ist? Ich guck dich schon übelst lange. Also seit du, keine Ahnung, 800 Abonnenten hast. Und ich feier dich eigentlich übelst, ne? Und dann guck ich so das neueste Video und plötzlich ist da mein Freund drin. Schon lustig, ne? Hä, wie bist du denn... Nicht schlecht. Habt ihr aber schlau gemacht. Aber bitte behalt mich als Freund, weil ich scam eigentlich nicht. Das ist nur wegen Lojan, weil der hat gesagt, ich soll ihm helfen. Willst du jetzt noch eine normal traden, eine Winterdeck? Wer? Du. Ja, komm. Ich will mit dir traden. Ja, okay. Ja, von mir aus auch der andere. Aber diesmal bleibt nur noch einer hier. Ja, okay. Wer von euch will? Hallo? Er tradet. YouTuber. Was? Also wer tradet jetzt? YouTuber. Jetzt habe ich meine zweite Winterdeck, ne? Dankeschön. Ich hab 6. 6? Ja. Ich stelle mich hier hinten hin, ich gehe was essen. Ciao, ciao. Jo, ey, das will jetzt aber auch sagen, du. Also, Hypers will was essen, will traden, ne? Eigentlich will ich nur mit dir reden, weil du YouTuber bist. Das nehme ich jetzt mal einfach so hin. Ich weiß, der was ist du ja, nein, der ist wirklich. Ich bin auf mein Leben, der tut gerade Essen. Ich rede ja nebenbei mit ihm noch auf TS und er ist gerade weggelaufen. Man hört seine weg Schritte. Ist ja, geil, komm, lass uns einfach woanders chillen. Wenn er essen ist, dann ist er hier auf K. Dann sehe ich es ja, wenn er kommt, dann weiß ich, dass er nicht isst. Ich brauche eigentlich nur Malachit. Ich habe genug Malachit. Na, lass einfach hier. Also du willst Malachit, ne? Ja, guck mal. Wie hoch die Perks sind. Ah, der hat schon so einen Freund bekommen. Ist schon recht hoch. Ja, für mein Level. Ja. Was hast du denn so? Also, was würdest du so für Malachit geben? Beziehungsweise wie viel Malachit möchtest du? Wie viel würdest du geben? Weiß nicht. So. Obwohl, nee. Ich brauche auch Waffen, die
über. Malachit habe ich mittlerweile reicht eigentlich. Okay. Also, was hast du jetzt nochmal alles von guten Waffen? Du hast ja einen 106er Kürbiswerfer. Alle nur, ja. Eko, oder? Ja. Würdest du das beides für einen Kürbiswerfer machen? Da musst du noch eine Black Scar drauflegen. Ja, guck mal, das ist ein Ass hier. Das ist ja die Perk. Bitte. Nee, da musst du noch eine Black Scar drauf machen. Oder eine Trommel. Nee, die Trommelwirbel musst du noch drauf machen. Die ist toll. Aber eine 58er. Ja, von mir aus. Und für die Totengräber, also die würde ich noch oben drauflegen so. Und dann dafür noch so eine 58er Black Scar und noch die 82er Trommelwirbel. So, dann gebe ich dir 106er Kürbiswerfer Complete Full und 82er Totengräber Complete Full für die Waffen. Für die fünfte. Hast du auch eine 106er Totengräber? Ja, habe ich auch. Würden wir dann. Warte, du quetscht mich aus. Eine. Ach was! Warte, wo ist die 82er hier? Kummer, diese Waffen für die 106er Kürbiswerfer und 106er Totenkäfer. Bitte! Bitte, guck mal, du hast eh so gute Waffen. Du hast mich hier pleite gemacht. Ich red grad wie Nojan. Tschüss, du hast mich pleite gemacht. Nico, guck mal, du bist eigentlich korrekt. Also hätte ich zumindest an dem Tag gehört. Aber weil du mich gescammt hast. Was ist das? Das ist der Köder damit. Weil ja, aber oft Leute gescammt. Von ja. Neujahr. Okay. Das einzige Fahrzeug ist hier. Scam, du Scammer. Boah, er hat mich erschrocken. Okay. Leute, die sind fast kaputt, ey. Ja, hast du? Sind die auch alle voll? Nein. Ich kann die dir auch zuerst droppen. Oh, ja, okay. YouTuber. Was machst du? Game doch nicht. Ich will nur meine Wintertech zurück. Dann kriegst du deine Waffe zurück. Ja, okay. Krieg ich meine Wintertech bitte? Nojan. Woher gib mir die Wintertech? Das sind meine ganzen Waffen. Oha! Ja, aber dann lass mich wenigstens hier wieder raus. Ja, ich komme nicht mehr hoch. Ich will ja nur meine Wintertech zurück haben, dann kriegst du alles wieder. Ich hab nicht, tut mir leid. Nein, ist gut. Wo bist du denn? Hier. Ja. Oha! Ich will nur meine Wintertech zurück haben, dann kriegst du deine wieder. Luca wurde gescammt. Ich wurde gescammt. Luca, ich hab alles auf Video. Und der will jetzt mich hier provozieren. Noja, du Arschloch, gibst du die Waffe wieder. Nach Hause! Wirklich? Ja. Die sind aber gar nicht juckt. Die scheiß Waffe. Du bist nicht mein Problem. Ganz ehrlich. Nojan! Hallo, hier, zeig mal ruhig. Zeig mal ruhig. Zum Nico, gib mir meine Black Scars, du bekommst deine Wintertech wieder. Ich will erst meine Wintertech. Dann krieg er seine Sachen, dann reden wir weiter. Ja, Nojan, komm. Ja, du hast eh ja. Du hast auch noch eine 106er Hydra von mir, du Bastard. Ja. Ich beleidigen. Gib mir Admin. Das ist viel zu viel für mich. Nico, gib mir Admin. Gib mir meine Wintertech. Gib mir erst Admin und bau mich. Nee, Mann. Und ja, nee, ich hab deine Waffe. Ja, ich hab 5 von ihm. Guck mal, also der hier ist korrekt. Und der hier ist ein Anti-Mail. Ja, Küsschen aufs Nüsschen. Und wenn ihr öfters mit uns tradet, gibt es sogar Rabatt. Mit so einem Kundenrabatt. Und Nico, kann man so eine Kundenkarte abschließen. So, damit wären wir auch schon in der Endcard beziehungsweise am Schluss angekommen. Ja, diesmal ein sehr kurzes Video, denn wie gesagt, ich hab das Ende sehr komprimiert. Ja, es kam halt noch ein bisschen weiter halt zu diesen Gesprächen. Wir haben auch relativ viel gelacht, das war auch recht lustig. Allerdings habe ich meine Wintertech Pulsar nicht wiederbekommen und somit hat auch bisher der eine korrekte Boy seine Sachen nicht wiederbekommen. Ich würde jetzt einfach auch hier mal noch eine Abstimmung vielleicht reinhauen, beziehungsweise schreibt mir auch in die Kommentare. Soll ich ihm die Waffen zurückgeben? Denn er war eigentlich echt korrekt und ich weiß jetzt halt nicht, ob ich ihn für die Mithilfe beim Scam sozusagen auch bestrafen soll. Also schreibt das einfach mal unten rein. Jo, und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, drückt den Daumen nach oben. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, haut rein, Leute. Und ciao.
Ciao.